Da sind wir wieder in Matzes Chaos Fabrik Factorio. Also, ein paar Dinge. Hier habe ich mir was hingestellt. Oh ja, da ist sogar einiges rausgekommen. Das ist schön. Erkläre ich gleich. Also, hier ist meine Biofarm. Ne? So, wird ja hier schön getrennt mit Teilern. Das Ganze auch hier. So, dann geht es hoch, sammelt sich hier. Geht hier, sammelt sich hier nochmal und geht dann weg. Und aus dem Zeug mache ich mir eben Resin. Das hat mir nicht mehr gereicht. Weil ich das ja ein bisschen verpennt habe, verkannt habe, dass dann das Holz irgendwann nicht mehr wegkommt. So, da habe ich mir hier eine zweite Fabrik hingebaut, mache da auch Resin. Das befülle ich aber selber mit Holz. Und das machen wir jetzt weiter. 930 ist voll gut. 1000 gefällt mir eigentlich nicht. Aber so. Was will ich denn damit? Das ist ein bisschen sinnlos. Jetzt sammeln wir erstmal den Quatsch auf. Danke. Psst. So. Ja, machen wir so. Ist jetzt nicht so sinnvoll, aber egal. So, dann produziert der mir auch noch ein bisschen was nebenbei. Das hatte ich gestern Abend gemacht, weil ich gesagt habe, es reicht sonst vielleicht nicht. Jetzt ist alles voll. Sie haben alles hochgesteckt, wunderbar. Was ich übrigens auch habe, ist eigentlich ein Clockwork-Mod drin. Den muss ich nachher mal anschauen, wie der funktioniert von den Einstellungen her. Muss man erstmal aktivieren. Das ist nämlich sowas, dass ich endlich mal mit der Zeit weiterkomme. Längere Tage habe oder so. Weil das ist ja schon sehr, sehr kurz, muss man schon sagen. Gut. Ansonsten hätte ich eigentlich auch schon die Fabrik-Symbolkisten, aber die habe ich noch gar nicht. Ja, die könnte ich ja auch mal machen irgendwie. Sollte ich auch tun. Verzinntes Kabel, wo wird denn das hergestellt? Viel weiter unten. Wow. Da. Okay. Hier. Okay, wir mal rein und so. Dann sehen wir schon das Erste. Gut, also wir haben auch erweiterten, nicht erweiterten, eben nicht erweiterten, sondern die grundlegenden Schaltungen. Vorher hatten wir ja nur Platinen. So, jetzt müssen wir unsere Fabriken. Oh, habe ich da einen Fehler gemacht? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ach du Scheiße. Es ist runtergegangen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe die aktiviert? Nee, doch nicht. Okay, alles gut. Ich habe gedacht, ich habe die aktiviert und habe vergessen, wieder zu deaktivieren. Es wäre jetzt grausam gewesen. So, weiter. Ja, du machst auch einfach mal weiter. So. Jetzt müssen wir das mal runterkriegen. Aber weißt du, wie wir das machen? Da unten raus. Auf ein Band. Ganz einfach. So, das wäre dann für die nächsten Stufen, ne? Für die nächsten Tierstufen. So, raus damit. Würde hier rauskommen. Durch aber ein paar Bänder. Funktioniert auf jeden Fall einwandfrei, ne? Alles. Ist halt nur noch nicht so der Durchsatz. Wobei ich jetzt mit der einen Schmelze schon meine 20k hatte, ne? Von wegen Eisenplatten pro Stunde. Also ich denke, wenn ich tatsächlich 5 so, 6 so Schmelzen aufbaue. Oh mein Gott. Und kurz warte und die alle auf einmal anschließe, könnte es eigentlich ganz gut gehen. Und wieso gehe ich jetzt hier rauf für Bänder? Jetzt sag mal, bin ich besoffen? Ich habe doch unten meine Bandproduktion. Naja, gib mir die. Mach das weg. Das ist auch weg. Die können wir eigentlich auch wegreißen. Ich weiß nicht, welche Affe mich jetzt geritten hat. Das habe ich mir jetzt nicht unten an der Fabrik geholt. Weil ich es nicht gewohnt bin. Ne? Oh, aufpassen, Junge. Warte mal, wie sieht es denn aus mit. Ja, passt noch. Ist echt nur was drin hier? Wir könnten mal die Minen überprüfen ein bisschen. Bei der Gelegenheit könnten wir gleich mal eine Steinproduktion langsam aufbauen. Das wäre auch mal sinnvoll. Ist noch keine leer? Wow. Keine einzige leer? Wundert mich. Okay. Wir fahren mal zum Stein.
Weil ich brauche Stein später auch. Ich brauche es bei Bob, wegen Calciumchlorid. Und ich brauche es, um Mauern zu brennen. Oh, was ist denn da passiert? Wieso laufen denn die da auf einmal noch? Ach so, das ist ja hier. Der hat auf einmal ganz schön was wegmachen müssen. Ach so, die müssen gerade wieder arbeiten, die Seuche. Ja klar, natürlich. Weil ich ja die Fabriken angeschlossen habe, na klar. Alles wird gut. So, weiter. Gib mir das. Wir wollen immer noch zum Stein. Möglichst ohne Schaden. Das könnte sich als witzig erweisen. Läuft natürlich nicht. Aber war nur ein Holz. Okay. Ich bin falsch, muss eins weiter. Hier war das dann. Oh Mann. So, hier sind wir. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wo fange ich jetzt an? Mit dem Steinabbau. Ach, ich habe ja schon angefangen, sehe ich gerade da oben. Ich muss bloß hinfahren, richtig rum. Ja, scheiß jetzt da drauf. Komm, Robi, komm zurück. Man sieht halt auch nichts nachts, ne? Nachts ist es keller als draußen. Vor allem, wenn die Häuser im Freien stehen. Blöde Erfindung, oder? Oh, das war ein Stein. Habe ich die auch schon angeschlossen mit Strommasten? Nee. Also wenigstens untereinander. Das mehr verlange ich ja noch gar nicht, aber das sollte man mal tun. Das sollte eigentlich reichen, was wir hier jetzt haben. Was Erzförderer ist im Weg. Laber doch nicht so dumm. Du. Hier einen großen Mast. So ist schöner. So, und dann runter. Müssen wir das Auto nur stehen lassen, aber egal. Ich bin auch gespannt, was das noch wird. Ob ich wirklich eine schönere Fabrik mal hinkriege. Ich verlange ja gar keinen Schönbau oder so. Ne? Das verlange ich ja nicht. Aber ich möchte die Endprodukte wirklich warengescheiten Durchsatz haben. Weil das braucht man. Sonst passiert da nichts. Das geht nicht. Na, mal gucken. Kann ja nur schief gehen bei mir. Wir lassen es mal hier stehen. Jetzt holen wir erstmal das Auto. Komm, lasst uns gehen, einen saufen. Wir sind doch schon so weit gelaufen oder so, ne? Schicken wir den Strommasten lang. Oh, ich könnte es eigentlich darüber schicken. Aber vorher schon. Ich könnte dann vielleicht sogar das Produkt darüber schicken. Na, das ist blöd. Weil es war ja eigentlich ein Bus. Und da drüben, da kommt es ja nur zu einer Weiterverarbeitung. Das nützt ja auch wieder nichts. So. Aha. Bisschen hässlich, aber was soll's. Jetzt dürfte man einen größeren Stromverbrauch haben. Ja, logisch.
weil jetzt die Steine anfangen wegzuzerren. Gut, dieses war der erste Streich. Wir möchten ja weitermachen. So. Bin ich schon wieder irgendwo gegengefahren. Aber so schnell wie es nur bumm ging, war es wohl ein Baum. So, ich würde jetzt gern noch da nicht hinfahren, sondern unter den Bus fahren. Ich habe das eigentlich auch schon vorbereitet, glaube ich. Oder habe ich das sogar generell schon angeschlossen? Ich bin zu weit oben hier, Blödmann. Die ganzen Bäume hier wegmachen, ey. So, dann lass mal den Robi wieder ankommen. Jetzt das schon runtergebracht? Ich glaube nämlich nicht. Moment mal, doch. Doch, echt? Bis unten hin? Wow. Aber dann habe ich, glaube ich, noch keine Produktion aufgebaut. Nö. So, da stellen wir erstmal noch die ganz normalen auf. Können wir später aufrüsten. Muss jetzt nicht zwingend sein, dass das gleich aufgerüstet wird. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, das soll mal reichen. Ne? Das sind dann 14 Stück. Mal zwei. Ist ja wohl gut genug. Im Allgemeinen 28 Fabriken, die mir allesamt Forschungspakete herstellen können. Jetzt frisst es mir die Bänder und greife ich es leer? Naja, soll mal so sein. So nicht. So auch nicht. Ja, Fließband und Greifarm kann man ja sowieso immer gebrauchen, also ist ja wurscht, ist ja nicht schlimm. So. Und schon haben wir unsere Produktion für die Wissenschaftspakete 2. Früher hießen sie so, jetzt heißen sie Wissenschaftspaket für Logistik oder so. Ob ich das sinnvoll finden muss, diese Änderung, weiß ich noch nicht. Aber okay. Ja, was wir ansonsten vorbereitet haben, ist praktisch die Steinproduktion. Und die Produktion der nächstbesseren Maschinen. Wir werden gleich noch zwei, drei weitere Sachen machen. Ich Idiot, ich habe das vergessen. Das hätte ich zuerst machen sollen. Deswegen hatte ich es auf der einen Seite erst. Alles. Naja, geil. Ja, hallo? Danke. Läuft. So nicht. Und dann erzählen wir dir, dass du bitte Wissenschaftspakete für Logistik machst. Viel Spaß dabei.
Das kann man notfalls nachher noch beschleunigen durch schnellere Greifarme, durch bessere Maschinen, alles gut. Erstmal reicht es so. Oh, da ist aber was falsch. Da ist zweimal ein Band. Ach so, das war wegen unserem Blödsinn. Mal gucken, wenn es weiter ruckt. Könnte es oben irgendwo stehen bleiben und steht einfach sein ins Nirvana verschwinden. Nie gebraucht werden oder so. Na? So, das war das. Das lassen wir jetzt erstmal aufstecken. Und das würde dann eben auch mit hier unten dran kommen. Auf die Seite eben. So, und dann hätte man nämlich die volle Automatisierung der ersten Pakete. Dann können wir weiter forschen, was doch sehr nice ist und was mich dann auch zu einigen weiteren schönen Forschungen bringt oder Aktionen. Yooki habe ich jetzt nicht im Forschungstree, weil ich Yooki Tree zwar drin habe, aber ich glaube, ich habe es nicht aktiviert. Oder es geht nicht in ein laufendes Spiel zu aktivieren oder wie auch immer. Ist nicht so schlimm. Glas habe ich festgestellt, habe ich falsch reingemacht. Das war es jetzt hier nicht, habe ich jetzt richtig gemacht. Gut, was sonst? Wo sind meine... Da sind meine Fabriken. Oh, das saugt mir mal gerade leer. Oh. Das geht aber. Die kommen bloß nicht hinterher, die Ärmchen, die sind viel zu langsam. Ich brauche schneller eigentlich, aber später. So. Jetzt möchte ich gern. Nein. Tester. So, wir sind bis hier oben. Die müssen wir jetzt sowieso außen vor lassen hier. Da oben sind jetzt die Zweier. Schaltungen, also eigentlich die überhaupt ersten Schaltungen. Schaltkreise. Grundlegende Schaltung, wie auch immer, ne? Im Original heißt es schon. Nehmen wir weiter. Im Original ist es auch die erweiterte, die grundlegende. Im Original gibt es keine grundlegende Platine, so rum war es. Jetzt. Manchmal bin ich schwer vom Begriff. So. Dann werden wir, wenn ich einen Durchsatz haben will, später ein bisschen was mehr brauchen von ein paar Sachen. So. Wir werden also zweimal so eine Fabrik aufstellen. Was da reinkommt, klären wir jetzt gleich. Hässlich. Ja, egal. Ist wurscht, machen wir trotzdem. Das geht nicht, ne? Ganz knapp nicht. Das ist eine Scheiße. So geht's. Hässlich, aber egal. Sieht halt aus wie eine Wäschespinne oder so. So. Ja, der Mist müsste halt eigentlich echt aus dem Weg, ne? Aber haben halt im Moment keine Chance. Es dauert noch ein. Ach so, warte mal, meine Fabriken. Muss ich stoppen. Obwohl, weißt du was? Mach doch einfach mal voll aus Spaß. Ist doch scheißegal. Ich hab doch das Material. Ist doch wurscht. Und du brauchst hier nur ein Material und du gehst nie nach unten, du gehst dann nach oben, du Bänderchen. Aber erstmal muss ich dich weit genug nach unten führen. Und dann sehen wir weiter. Du wirst nicht ganz runterkommen, ne? Doch? Krasser Scheiß. Alter, wie weit gehst du? Wow, hier ist Schluss. Okay, machen wir mal bis hier. Bis hier. Das trifft sich gerade gut. In die richtige Richtung drehen können wir es gleich. Ach so. Du Trottel. Wo ist denn überhaupt Stahl? Da, der ist doch gar nicht so weit. Habe ich jetzt echt den... Scheiße. So. Den will ich jetzt erstmal wegmachen. Das muss erstmal verschwinden hier. Und dann muss der Stahl erstmal bis hier vorne hin. Und da muss nämlich der Stahl nach oben geführt werden, um mir Stahlzahnräder herzustellen. Und Stahllager am besten auch schon. Ja, und dann mache ich jeweils eine eigene Fabrik dafür. Ein eigenes Factory-Simo-Gebäude ist besser. Das habe ich praktisch jetzt vor. Ansonsten mal einen Stein hier nach unten bringen.
dann sehen wir uns wieder. Wo ist mein Stahl? Das ist Glas. Ich glaube, ich habe da gerade was mit Glas verwechselt, oder? Na egal. Habe ich Stahl überhaupt schon unten? Ja, hier. An der Stelle sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Wir sehen uns, wenn ich den Stahl weiterverarbeite, wenn ich mir die nächsten Fabriken herstelle. Bis dahin. Huch, so nicht. Naja, gegen das Fließband laufen, nicht so sinnig. Bis dann.